Ja, servus, servus, Freunde. Weiter geht's mit dem nächsten Video. Battlefield hin oder her, es muss auch weiter COH gezockt werden. Und in dem Fall zockt nicht ich, sondern der gute von Clausewitz. Ist ein deutscher Spieler, der spielt relativ viel 2 gegen 2 auch, zum Beispiel mit Rowdy oder mit Doggy und so weiter. Ist aber auch ein sehr, sehr guter 1 gegen 1 Spieler. Er ist Top 20 mit Wehrmacht zum Beispiel, glaube ich auch Top 20 mit Sowjets. Gegen den, keine Ahnung, wie man den aussprechen soll. Ich glaube irgendwie, dass das Barton ist. Von daher, ich meine, ich hätte das irgendwie auch irgendwo gelesen in dem Post, wo das Replay hochgeladen wurde. Deswegen tun wir einfach mal so, als ob das Barton wäre. Ich bin mir relativ sicher, dass das auch ist und ich kann den Namen hier eh nicht aussprechen. Falls ich polnische Zuschauer haben sollte, könnt ihr mich da ja aufklären. Ansonsten frage ich mal bei mir in der Arbeit. Ich habe da auch ein paar. Aber das sind Nebenkriegsschauplätze. Konzentrieren wir uns auf den echten Krieg. Und zwar sehen wir hier Barton. Hoffentlich wirklich Barton mit als Wehrmacht mit mobiler Verteidigung, das kennen wir. Der Notfall Puma, Kommando, Panzer und so weiter gegen zum Beispiel den T-70. Dann haben wir das gute alte Blitzkrieg, Tiger, Luftunterstützung, G-43 und mechanisierter Sturm. Ja, Stuck E, Tiger, Sturm, Grenz. Mal gucken, ob er es nimmt. Auf der Map eher nicht so toll, denn also auf engen Maps können die Sturmgrenadiere, wenn man so einen zum Beispiel am Anfang bringt, wirklich ganz cool sein. Auf so Long-Range-Maps wie der hier eher nicht so, aber gucken wir mal. Von Clausewitz, gepanzerter Sturm, Funkabhörung, T-34-85, Skillplanes und Josef Stalin-Panzer. Mechanisierte Unterstützung, die Geschichte mit der ISO-Garde, Precision Bombardment und das gute alte Garde-Motor, das ja nie fehlen darf. Von daher hier keine Überraschungen und wir können dementsprechend einfach laufen lassen und gucken, was die zwei uns hier zu bieten haben. Conscript Start. Das heißt, hier wird erstmal kein Gebäude gebaut. Mal schauen. Ja, Doppel-Conscript-Start, das heißt, sieht jetzt eher nicht nach einem Early-Gebäude aus. Scheint wohl erstmal ein paar Conscripts raushauen zu wollen. Wird interessant sein zu sehen, wie viele am Ende vom Tag. Bei Barton sehen wir hier nichts Besonderes. T1, wir haben ein MG42 jetzt am Start und ein Gren im Bau, das heißt ganz standardmäßiger Start. Jetzt wäre quasi eine Möglichkeit, entweder halt noch mehr Conscripts und dann später T2 und so, oder aber jetzt einen Pio bauen und dann, nee, macht er nicht. Dritter Conscript im Bau. Sorgt dafür, dass ja, wird sich die linke Seite hier holen können. Ja, immer wichtig, dass man sich hier so in diesen Cap-Kreis stellt, dass man einen möglichst kurzen Weg zu diesem Haus hat. Für den Fall, dass jetzt hier sich das MG42 aufstellen würde und der Pio hier um die Ecke kommt. Hier kommt er auch schon. Generell ist es halt so, wenn ihr so im super Early Game ein Pio auf euch zurennen seht, dann könnt ihr meistens davon ausgehen, dass das MG42 nicht weit ist. In dem Fall ist es jetzt tatsächlich mal nicht so. Aber im Großen und Ganzen, wenn so ein Pio auf euch zurennt, steht im Normalfall irgendwo dahinter das MG42. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber naja. Das Gefecht hier wird er nicht gewinnen. Der gute von Clausewitz. Hier geht es nur im Prinzip nur darum, Zeit zu gewinnen. Um den Cap des Fuels möglichst lange rauszuzögern. Aber jetzt muss er auch wirklich da weg. Ist allerhöchste Eisenbahn.
4 Conscripts jetzt, oder? Ja, 4 Conscripts. Ich denke mal, wenn man so hart Conscripts spammt, wahrscheinlich irgendwann demnächst auch Mollys kommen. Mal schauen, wann. The Pew retreated, das heißt, jetzt wird vermutlich das T2 gebaut. Oder er überrascht mich und geht jetzt doch noch T1. Mal gucken, aber das würde mich jetzt eher wundern. Ne, hier kommt das T2. Am Ende vom Tag läuft das schlicht und ergreifend auf den Early T70 raus. Viele Conscripts im Early, um ein bisschen Map Control zu kriegen, den Fuel zu kriegen und dann into T70. Diese Conscripts sollten jetzt langsam aber sicher mal wirklich hier weg, denn das wird ein übler Retreat ansonsten. Hier kommt der fliegende Wechsel und der Retreat, so macht man das, das läuft. Schön gesehen hier übrigens, der Conscript wollte flanken, aber das MG hat sich umgebaut. Hier kommt noch Verstärkung ran, schön gesehen. Vom Russen, dass das hier nichts bringt. Also generell sollte er jetzt hier weg, das wird nur unglaublich teuer. Lol. Ich glaube, der wollte hier, ja. Also jetzt bin ich mir sicher, dass es Baten ist, beziehungsweise zumindest irgendeiner von diesen, von unseren polnischen COH-Freunden, die keiner mag, und das hat auch einen Grund, warum das so ist. Es wird halt bei jeder Gelegenheit alles daran gesetzt, so cheesy wie möglich zu spielen und alles zu abusen, was irgendwie geht, den Gegner zu flamen, schlecht zu machen und so weiter. Also die sind so weit von Fair Play entfernt wie keine Ahnung, der Mond von der Erde, was weiß ich. Von daher mag die keiner und auch ich nicht und fickt euch alle, aber egal, sie sind halt trotzdem gut. Und ich glaube, was er hier machen will, ist einfach so ein Ghost-Ding hier hinsetzen, damit der Conscript nicht mehr aus dem Haus raus kann. Gleichzeitig will er hier einen Ghost Wire hinlegen, damit er hier auch nicht raus kann und er ihn dementsprechend töten kann. Das sind halt so Sachen. Ja, das ist halt so ein typischer cheesy Scheiß. Ich kann mich immer nicht so ganz entscheiden, ob ich sowas innovativ finden soll oder nicht. Und ich sag mal, wenn jetzt einer ein wirklich fairer Spieler ist und der dann zusätzlich mal so solche Spielchen ausprobiert, dann hätte ich da wahrscheinlich auch gar nicht so das Problem mit, aber da das halt grundsätzlich alles Arschlöcher sind, kommt das halt immer noch so oben drauf, wo man sich denkt, na, fuck you. Aber egal, ich sag's mal so, auf die Idee muss man erst mal kommen, so kann man es ja sagen. Fair ist es halt trotzdem nicht, aber ich sag mal, die persönliche Einstellung und der Umgang mit den Gegenspielern und der Community generell ist eigentlich eher das, was mich an den Leuten stört, als jetzt das hier. Weil wie gesagt, irgendwie hat das ja auch was, sowas, solche cheesy Sachen abzuziehen, man muss es ja auch erstmal tun und so. Aber ja, bildet euch eure eigene Meinung. Aber sei es wie es sei, von Clausewitz hat es rechtzeitig gesehen und ist auch dementsprechend rechtzeitig retreated, auch wenn es knapp war. Großen und Ganzen schiedlich-friedliche Map-Teilung mit leichten Vorteilen für den Russen. Kiel ist jetzt im Bau, keine Mollys, interessanterweise. Heal ist auf jeden Fall natürlich immer wichtig, gerade wenn man so viele Conscripts spielt. Die Conscripts halten halt nicht besonders viel aus. Und ihr seht es, wenn ihr dann solche Einheiten hier auf dem Feld habt, mit denen könnt ihr halt nichts anfangen. Und dementsprechend sterben die, wie die fliegen. Kann froh sein, wenn ihr hier noch rauskommt lebend.
Und umso wichtiger, Belief. Oh. Ja. Paradebeispiel, warum hier wichtig ist bei Conscript-Builds. Ja, ansonsten übelst auf den Sack bekommt. Ja, ein Conscript ist tot, das ist schlecht. Aber so ist es nun mal. Ich denke, der Pio macht sich hier schon bereit, um das T3 hinzustellen. Also kein Maxim. Man könnte, hätte ja auch überlegen können, okay, jetzt gerade nach dem Conscript-Loss, ich hole noch ein Maxim raus, um ein bisschen es leichter zu haben, hier zum Beispiel auf der linken Seite die Map-Control zu halten. Entscheidet sich dagegen und baut direkt das T3. Ich finde, so ein Maxim hätte er noch bringen können, denn er muss sowieso noch ein bisschen warten. Obwohl, nö, das könnte relativ gut rausgehen. Ein bisschen warten muss er noch, bis er dann den Fuel für den T-70 hat. Aber der Punkt ist, das hier ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo so ein Conscript-Build extrem schwach wird gegen Wehrmacht, denn der Wehrmachtsspieler hat jetzt mittlerweile 3 Grenz, die jetzt dann so langsam aber sicher aufgerüstet werden mit LMGs. Die zerreißen Conscripts in der Luft, gerade auf so einer Map, diese Mid- und Long-Range-Gefechte, da haben die Conscripts dann gar keine Sonne mehr. Dazu sehen wir, dass T2 steht, ein Panzergrenadier ist schon da, es könnte unter Umständen noch leichte Fahrzeuge könnten auch kommen, MGs da, Flamer und so. Ja, das ist der Zeitpunkt, wo so ein Conscript-Build sehr schwach dann wird. Und dementsprechend braucht man jetzt irgendwas anderes. Das ist, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder Maxims als Suppression-Plattform, denn unterdrückte Einheiten machen keinen Schaden oder fast keinen. Oder aber eben der T-70, das ist die Möglichkeit, die von Clausewitz jetzt hier wählt. Oder aber Guards. Oft ist es so ein beides halt. Maxims plus Guards, T-70 plus Guards, wir werden sehen. Feindliche Streitkräfte versuchen, unser Territorium zu erobern. Auf der Map könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er die Doktrin hier pickt. Die ISO ist gar nicht schlecht auf der Map. Oder aber eben Guard im Motor. Gepanzerter Schirm glaube ich jetzt fast nicht mehr. Wenn man das pickt, macht man es normalerweise direkt. Hurra! Hurra in die Deckung. Nee, nicht in die Deckung. Ja, einfach nur den Cap verhindern. Flamer jetzt auch von Clausewitz. Sehr gut. Ja, schöne Sache. Er konnte zumindest seinen einen Fuel halten. Map Control hat sich jetzt so komplett umgedreht, mit leichten Vorteilen für den Wehrmachtspieler. Und jetzt ist der T-70 im Bau und jetzt könnte es dann wieder in die andere Richtung gehen. Ist auch übrigens sehr wichtig, dass der T-70 jetzt dann kommt, denn wir sehen hier einen Half-Track. Wird unter Umständen ein Flamer-Half-Track werden oder aber als Refresh-Plattform genutzt werden. Hier schöne Mine, klassischer Spot dafür. Dementsprechend braucht von Clausewitz jetzt dringend irgendwas, um Map Control zu halten. Gegen die Infanterie und natürlich dann auch gegen das Half-Track. Und der T-70 ist gegen beides gut. Hier kommt instant der Retreat. Besser ist es. Ich denke, ein Model wird aber noch flöten gehen, oder? Ja. Vielleicht sogar noch eins. Nee. Schaut's euch aus mit Heal. Der Wehrmachter hat noch keins. Das gute Nachrichten für von Clausewitz. Muss er jetzt definitiv bauen, der Wehrmachtspieler. Das ist jetzt natürlich relativ riskant, was von Clausewitz hier macht. Hier könnte zum Beispiel eine Tellermine liegen. Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, ohne Minensucher hier lang zu fahren, wenn direkt hier so ein Pio gerade ein bisschen planlos in der Gegend rumsteht, als hätte er gerade eine Mine fertig gelegt.
Aber, lange Rede, kurzer Sinn, es war nicht so, von daher alles gut. Dennoch ist sich von Clausewitz der Gefahr natürlich bewusst und gibt eine Minensuche aus. Schickt ihn jetzt gleich direkt mal nach rechts, um zu gucken, ob hier Minen gelegt wurden. Es wurden übrigens keine gelegt, aber man weiß es ja nicht. Und der Punkt ist, wenn ihr jetzt in dieser Situation, also der T-70 ist jetzt die absolute Key-Unit, ne? Der T-70 ist die einzige Einheit jetzt gerade auf dem Feld von Clausewitz, die verhindert, dass der Wehrmachtler ihn komplett auseinander nimmt und von der Map pusht. Ihr seht, er ist schon dabei, der Wehrmachtler. Und der T-70 ist jetzt das Einzige, was zwischen ihm und der Niederlage steht, quasi. Dementsprechend darf der jetzt auf keinen Fall sterben. Und nur mal nochmal die Wichtigkeit zu illustrieren, warum das so wichtig ist, dass man jetzt einen Minensucher ausgibt. Man könnte ja auch sagen, ja, mein Gott, er wird schon keins gelegt haben, wenn doch, dumm gelaufen und so. Nee, das ist wirklich wichtig. Also wenn der T-70 jetzt sofort stirbt, ist das Spiel im Prinzip gelaufen und von daher besser einen Minensucher zu viel ausgegeben als einen zu wenig. Hätte von Clausewitz jetzt auch noch Maxims oder ein paar Guards oder so, dann wäre das jetzt nicht so das Drama. Wäre zwar auch extrem scheiße, aber einigermaßen okay. Aber so in diesem Setup, wie er das spielt, darf der T-70 auf keinen Fall sterben. Ansonsten ist das GG. Dennoch sieht es jetzt gar nicht mal so gut aus. Wird zwar hier wieder gecapped. Aber wirklich klares Übergewicht jetzt für den Wehrmachtler. Hier kommt jetzt das Heal. Schaut eigentlich tech-mäßig aus. Da ist noch nichts weitergegangen. Keine Doktrinen gepickt bisher von beiden Spielern. Auch da dürfen wir weiterhin gespannt sein. Gefällt mir, wie er sein Hooray immer schön einsetzt, um schneller in Deckung zu kommen. Das ist auch ein bisschen eine unterschätzte Ability, die eigentlich viel öfter genutzt werden könnte und sollte von allen Sowjet-Spielern. Man sieht das natürlich auch immer wieder, aber im Prinzip war das jetzt hier wirklich, also ich weiß, die Stopperei nervt euch immer, aber das eine erkläre ich jetzt noch und dann lasse ich es durchlaufen. Das ist ein klassisches Beispiel, warum das gut ist und warum ihr das auch machen solltet. Hooray in die grüne Deckung. Er hat einerseits das Gefecht gegen den Gren gewonnen und andererseits kriegt er jetzt aber hier auch noch den Cap durch. Und für MGs und auch andere Wehrmachtseinheiten ist es unglaublich schwer, einen Conscript aus so einer grünen Deckung hinter so einem Sandsack rauszukriegen. Hätte er das nicht gemacht, wäre einfach hier stehen geblieben oder so in gelber Deckung, dann hätte er das Gefecht schlicht und ergreifend halt verloren. Oder aber wenn er ohne Hooray hier reingelaufen wäre, hätte das MG ihn vorher gepinnt. Also hier seht ihr, er kriegt hier einerseits, hat er einen Gren vertrieben und er bekommt den Cap durch. Und das für 15 Muni ist, denke ich, ein ganz guter Deal. So viel dazu. Ja, Flamer Half-Track, 3 Kills bisher, das ist noch überschaubar. Wo ist eigentlich die Pack? Auf der rechten Seite, um das Half-Track zu covern. Das heißt, der T-70 hat hier freie Bahn. Das MG kann vertrieben werden. Und hier haben wir einen relativ riskanten Cap. Wenn da das Flamer Half-Track jetzt rüberfährt, dann wird es schwierig. Aber der T-70 ist auf dem Posten. In Kombination mit dem Minensucher, auch das gut. Ihr seht, das Flamer Half-Track ist schon wollte, denke ich, wirklich hier rüber, hat er den Cap gesehen. Aber kann das jetzt nicht machen. Jetzt kommt aber der Puma. Und jetzt wird es darauf ankommen, ob der T-70 das überlebt. Panzerabwehrgranaten sind da, aber kein Conscript in der Nähe, der eine werfen könnte. Von Clausewitz hat es aber gesehen und oder gehört, keine Ahnung. Dementsprechend direkt sich mal verpisst mit dem T-70, schön gemacht.
Ja, das heißt, mobile Verteidigung beim Russen, beim Russen, beim Wehrmachtsspieler. Gardemotor dann auch instant gepickt von Clausewitz. Gardetruppen rausgeholt. Jetzt haben wir drei Conscripts mit Panzerabwehrgranaten plus ein Gardeschützen plus T-70 und eine Pack im Bau. Also, ja, das sollte als Counter gegen den Puma erstmal reichen. Ich denke, das war ein Bodenangriff, hat nicht gesessen. Ja, auch direkt das Upgrade ausgegeben, um die Möglichkeit zu haben, den Puma zum Beispiel zu stunnen und dann unter Umständen zu töten mit dem T-70 oder der Pack. Ja, Mine gefunden, auch ein klassischer Spot hier und hier. Hier. Ja, auch immer ganz nett. Generell auf der Map könnt ihr überall Minen hinlegen. Es gibt eigentlich fast gar keinen schlechten Platz dafür. ist überall gut eigentlich. Klassischsten ist es tatsächlich hier und hier. Ja, aber eben in der Mitte. Hier auch ganz gerne, wenn sowas hier gemacht wird, hier eine Mine hin. Hier, hier, wenn es irgendwie geht. Also ihr seht, kann man eigentlich überall, ohne drüber nachzudenken, einfach nur Mine hinlegen. Gut ist, wird schon passen. So, Pack plus T70 plus Guard. Das läuft. Wenn jetzt der Puma zum Beispiel gestunt wird, könnte er sterben, aber er ist schon auf dem Rückzug. Gefällt mir gut, wie der Russe das macht. Schön Combined Arms. So muss das sein. T-70 plus Pack plus Guard. So macht man das. Oh. Ja, direkt hier Motorschaden. Jetzt können wir mal gucken, ob. Und hier kommt schon. Nach, der T-70 wird gerade so ein bisschen von der Pack geblockt. Direkt hier. Die Möglichkeit gewittert, das Flamer-Half-Track abzugreifen, aber das wird nichts werden. Er muss jetzt eher gucken, dass er seine Pack gegen die Grenadiere beschützen kann. Doppel-LMG-Grants sind natürlich böse. Ja, hat leider nicht geklappt. Aber ihr seht so ein Conscript-Build und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, dass mir das nicht so gefällt, so zu spielen, ist, ihr habt einen extremen Manpower-Drain, weil die Conscript einfach nur auf den Sack bekommen, spätestens dann ab dem Mid-Game. Das seht ihr auch an der Kill-Death-Ratio, die wirklich sehr, sehr schlecht ist. Das ist aber nicht, weil jetzt der Russe so scheiße spielen würde, sondern es ist halt so, wenn man so spielt. Die Conscripts sind halt kacke einfach. Deswegen spiele ich ungern eine Build Order, die so stark auf Conscripts setzt. Dennoch sieht man aber, dass es natürlich trotzdem gut funktionieren kann. Ich mag es halt einfach nicht, weil ich es nicht besonders effektiv finde. Ihr seht, dieses Gefecht hier ist so ein Beispiel dafür. Die einzige Möglichkeit, wie ihr, wenn ihr so ein Conscript-Build spielt, ihr braucht immer den T-70, ansonsten verliert ihr jedes Gefecht gegen Grenadiere, weil die Cons einfach scheiße sind. Und das ist natürlich schwierig und auch gefährlich. Wie gesagt, wenn der T-70 stirbt, dann stirbt im Prinzip auch euer Spiel. Von daher, ja. Man kann so spielen, man sieht es ja hier und so, aber ist natürlich auch eine gefährliche Kiste, ne? Ist so ein bisschen wie bei einem Sniper-Gameplay. Wenn der stirbt, ist halt auch Kacke. Conscripts mit Sniper ähnlich. Mit dem Unterschied, dass man da halt dann
relativ schnell den T-70 bekommt oder aber in T2 unterstützt mit Maxims und Guards und so. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Egal, T4 steht jetzt. Von Clausewitz hat relativ viel Manpower und auch Fuel. Jetzt ist die Frage, ob er wartet auf den T-34-85 oder direkt einen normalen T-34 rausholt. Könnte auch einen normalen bringen, denn mein Gott, für einen Puma reicht's. Andererseits, lange ist es auch nicht mehr hin bis zum 85er. Deswegen würde ich fast dazu tendieren, einfach abzuwarten, bis er die 130 Fuel zusammen hat. Zwei Fuel sind's noch. Ist dann eine gute Sache. Ah! Das war ein schöner Long-Range-Shot von der Pack. Glücklicherweise abandoned. Jetzt wichtig, den Puma zu stunnen, dass er hier nicht den Pick machen kann. Von Clausewitz muss jetzt auf Teufel komm raus unter allen Umständen diese Stellung hier halten, um den T-70 reparieren zu können. T-34-85 ist im Bau. Aber auf jeden Fall taktisch richtig, jetzt hier ein bisschen was zu riskieren, um die Panzerabwehrgranate an den Puma zu klatschen. Ansonsten hätte der den schnell den Pick machen können auf den T-70. Das Gute ist jetzt, wenn dann der T-34 auf dem Platz ist, dann wird der T-70 natürlich auch von seiner Wichtigkeit her ein bisschen entlastet. Das heißt, wenn der T-70 dann irgendwann mal stirbt, ist es jetzt nicht mehr so das Megadrama. Aber bis ihr noch irgendwas anderes habt, halt eben schon. Und jetzt wird es besser. Wir haben ja noch den T-34 auch noch am Start. Der T-70 ist auch wieder fit. Hat aber, er hat nicht zu Ende repariert, oder? Hat nur Motorschaden. Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Irgendwo ist jetzt dann wieder ein Conscript gestorben. Ja, ihr seht es, also auch bei Top 20 Spielern, auch Top 20 Spieler tun sich schwer, die Conscripts am Leben zu halten, weil die einfach halt kacke sind. Kann man sich kaum vorstellen, dass die früher noch viel, viel schlechter waren. Also sie sind es halt immer noch. Pack ist in Position. Jetzt schauen wir mal kurz. Der Flamer muss hier dringend weg. Schöne Barrage von der Siskan, aber trotzdem. Pack muss jetzt auch weg. Auch die stirbt ruckzuck gegen diesen Blob. Zusätzlich auch noch Schrecks auf den Panzergrenz. Hier würde eine Panzerabwehrgranate. Nee, bricht's ab, weil er den jetzt nicht schon wieder verlieren will. Er hat gesehen, dass der kleine Blob hier in seinen Retreat-Weg läuft. Indirect Fire ist das, was der Russe jetzt braucht. Wenn wir mal kurz gucken und uns einen Überblick verschaffen. Der Wehrmachtler, es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das spielen kann. Wenn ihr mein letztes So spielt man gesehen habt, das war dann, war ja Heavy T1 into Panzer 4 ohne T2. Hier der Wehrmachtler spielt ein bisschen konservativer, das heißt mit T2, mit Supportwaffen, also Pack, Mörser, MG und so. Und das, was von Clausewitz hier nervt, ist tatsächlich das MG, der Mörser und die Pack. Mit allem anderen kann er gut klarkommen. Dementsprechend braucht von Clausewitz jetzt hier dringend Indirect Fire. Aus meiner Sicht, die Doktrin hier gibt einiges dafür her. Was heißt, entweder man holt jetzt einen 120mm Mörser oder aber eine Katyusha. Katyusha ist natürlich geiler. Der Nachteil ist, sie kostet Fuel und delayed weitere Panzer. Und wenn wir jetzt beim Wehrmachtler mal gucken, er hat direkt into T4 getaggt. Das heißt, steht das Gebäude schon? Nee. Er wird jetzt hier T4 hinstellen und dann wird zum Beispiel ein Brummbär kommen oder aber ein Panther. Was wiederum bedeutet, von Clausewitz braucht mehr Antitank. Also man könnte jetzt, wenn man vorausschauend plant, sich auch denken, okay, nee, ich spare den
Du lieber, um direkt dann eine SU-85 rausholen zu können und bringen eben stattdessen Mörser, die Manpower hätte er. So, das sind jetzt hier so die Optionen, die der Russe hat. Jetzt schauen wir mal, wofür er sich entscheidet. Vermute fast, er wird auf die Katyusha gehen. Mörser hätte er ja schon jetzt holen können. Er könnte sogar beides machen. Das Problem ist, wenn ihm dann der Fuel fehlt für einen weiteren Tank, muss er unter Umständen auf eine weitere Pack setzen. Wenn der Wehrmachtler einen Brummbär oder einen Panzerwerfer bringt, ist das dann auch nicht mehr so geil. Also ihr seht, alles seine Vor- und Nachteile. Momentan spricht allerdings natürlich nichts gegen eine Katyusha. Könnte sie jetzt auch bauen. Hat vorher noch einen weiteren Gardeschützen geholt. Weitere Alternative wäre natürlich einfach nur T-34 zu spammen und dann zu flanken und so. Das ist aber halt immer so eine High-Risk, High-Reward-Geschichte. Also, wenn man dann zwei T-34 hat und dann hier so eine, sagen wir mal, so einen Großangriff startet, das kann halt immer klappen oder eben halt auch nicht. Und wenn das nicht klappt, ist man hart am Arsch. Deswegen, Entschuldigung, ein bisschen Frosch im Hals. Ja. Ja, der Wehrmachtsmörser hat die Mine ausgelöst. Sehen jetzt hier tatsächlich Brummbär im Bau beim Wehrmachtler und jetzt hier die Katyusha tatsächlich vom Russen. Gefällt mir gut, er hat jetzt halt ein ordentliches Zeitfenster, wo er mit der Katyusha gut arbeiten kann. Die Gefahr ist natürlich immer, es ist ein Puma auf dem Feld, der muss man wirklich aufpassen wie ein Schießhund, dass der Puma einem nicht die Sneaky hier die Katyusha wegpickt. Katyusha geht auf die Pack, mal schauen, ob er sie töten kann. Bleibt eiskalt stehen und ja, überlebt es auch. Sieht nach Doppelfuel aus jetzt wieder für den Wehrmachtler. Siegmarkenmäßig. Ja, ordentlicher Vorsprung für den Russen. Aber noch nichts Kritisches. So. Hier 70 allein auf weiter Flur. Gar nicht mal so gut die Idee. Aber der T-34 ist zumindest ansatzweise in der Nähe. Wartet aber noch auf die Repair Crew. Hier übrigens wieder wichtig. Bitte passt auf eure Wett-Pioniere auf, wegen der Wett-2-Fähigkeit. Reparaturzeit verbessert. Oh, Brummbär hat Motorschaden. Puma kommt aber zur Verstärkung ran. Von Clausewitz probiert es erst gar nicht, hier ranzufahren. Wäre allerdings eigentlich eine ganz gute Gelegenheit gewesen. Die Pack war gar nicht in Position. Jetzt ist sie es wieder. Aber ich denke, es ist am Ende vom Tag die richtige Entscheidung gewesen. Ich glaube nicht, dass er den Brummbär hätte wirklich töten können. Er hält halt verdammt viel aus. Das Ding haben wir auch im letzten Cast in dem 2 gegen 2 Spiel gesehen. Wirklich hard to kill, die Biester. Da denke ich, war die richtige Entscheidung, hier jetzt nicht auf Teufel komm raus den Brummbär angreifen zu wollen. Oh. Aber die Pack könnte rausgenommen werden. Hier kommt der T-34 ran. Ja, Pack ist raus und jetzt ist nur noch der Puma da, der zusätzlich auch noch Motorschaden hat. Jetzt erst den Puma rausnehmen. Nimm den Puma raus. Puma ist raus und jetzt kann er. Jetzt ist eigentlich nichts mehr da, um den Brummbär zu beschützen. Stunshot aber noch im Todeskampf vom Puma. Hier sind aber die Grenzen da. Das heißt, der T-34 wird es vermutlich auch nicht überleben.
Ja, da. Genau. Also kann man dem Russen nicht vorwerfen, dass er das jetzt riskiert hat. Das war wirklich eigentlich schön gemacht vom Russen. Er hat gesehen, okay, die Pack ist raus. Er hat dann die Chance gewittert, um jetzt den Brummbär abzugreifen. Aber ja, dann ein bisschen unglücklich auch noch Motorschaden bekommen am T-34. Und ja, dann war ja direkt noch der Panzergrenadier, dann ist das schiefgegangen. Zusätzlich hat der Russe noch einen weiteren Puma direkt gecallt, um hier Schlimmeres zu verhindern. Schade, hätte ich aber vermutlich auch so gemacht. Wenn ihr die Chance habt, den... Oh, wenn ihr die Chance habt... Na, pass auf deine Katjuscha, Kollege. Der Puma ist schon hier in Lauerposition. Ja, ja, der will hier den... Will ja die Katjuscha abgreifen. Traut sich jetzt am Ende vom Tag aber doch nicht. Aber die richtige Entscheidung. Ihr seht, wie gefährlich das ist. Hätte er es 2 Sekunden später gesehen hier, wäre die Katjuscha weg gewesen. Ja, alles in allem jetzt natürlich relativ bitter. Der T-34 war natürlich wichtig. Jetzt kommt hier mehr Repair für den Wehrmachtler. Oh, schöne Katjuscha-Salve. Jetzt sind wir genau in der Situation. Jetzt fehlt von Clausewitz der Fuel für einen weiteren Tank. Beziehungsweise einen kann er jetzt bringen. Was er jetzt gerne wollen würde, wäre natürlich eine SU-85 und einen T-34. Hat jetzt aber nur Fuel für eins von beiden. Denke, er kann jetzt aber eigentlich den T-34 bringen, weil er es ja dankenswerterweise jetzt geschafft hat, sich die Pack zu klauen, die Pack 40. Dementsprechend ist er jetzt wirklich antitankmäßig ordentlich aufgestellt und braucht keine SU-85. Könnte dementsprechend jetzt einfach noch einen T-34 nachbauen. Oder aber, wenn er es richtig wissen will, eine zweite Katjuscha, aber das wäre ein bisschen arg riskant. Ja, sieht von Clausewitz wohl ähnlich und dementsprechend jetzt der T-34 im Bau. T-70 gecovert von Doppelpack, das ist gut. Der Gren ist mega low, dementsprechend kann der jetzt auch vertrieben werden. Sieht jetzt wieder richtig gut aus. Mir gefällt wirklich sehr, sehr gut, wie von Clausewitz hier immer auf Combined Arms achtet. Das macht er wirklich richtig, richtig gut. Wie aus dem Lehrbuch im Prinzip. Bei nächster Gelegenheit sollte die Pack mal in die Basis, um geheilt zu werden und repariert. Das wird auch immer oft vergessen, repariert die Packs. Damit sie nicht gerade gegen sowas wie einen Brummbär oder so dann nicht wirklich instant sterben. Der Wehrmachtler wiederum braucht jetzt eigentlich dringend wieder eine weitere Pack. Ansonsten das Antitank-mäßig schon ein bisschen arg wenig, was er jetzt ja hat mit dem einen Panzergren und dem Kuma. Ja, beide Packs in der Basis. Jetzt im Moment. Der Brummbär macht auch nicht zu vernachlässigenden Schaden gegen zum Beispiel den T-70. Und das ist mega riskant hier mit der Katjuscha. Die muss hier dringend weg. Das ist wirklich richtig, richtig riskant.
Vergessen wir nicht, hier fährt ein Puma rum, ne? Schöne Katjuscha-Salve, aber wenn das mal nicht nach hinten losgeht hier, hier ist er schon, der Freund. Salve aber auch abgebrochen jetzt und ja. Die Idee dahinter ist natürlich richtig, also je näher ihr mit der Katjuscha dran seid, desto weniger Streuung hat sie und desto effektiver ist sie natürlich auch, aber auch hier High Risk, High Reward ist natürlich hochgradig riskant, denn so ein Puma braucht nur einen Schuss für eine Katjuscha. So, Pack ist in Position, schießt aber nicht auf den Puma, sondern auf den Brummbär. Der Brummbär ist markiert. Einen Schuss braucht er noch. Nein! Falsches Ziel, Kollege. Bodenangriff auf den Puma. Wäre jetzt natürlich bitter gewesen, wenn er den nächsten T-34 auch verloren hätte. Aber ihr seht, immer so wirklich knappe Situationen, gerade für den Brummbär. Das Problem ist, wenn das Scheißding Wert 2 bekommt, dann hat er diese Schürzen. Ja, hat er schon und er ist extrem schwer zu killen. Ich glaube, der hat so viel, der hält so viel aus wie ein Panther und das ist natürlich, ist dann nochmal eine Ecke schwerer zu killen. Auch hier gilt, ähnlich wie bei dem Pershing, tötet es, bevor es Eier legt. Der Zug ist schon abgefahren. Dementsprechend könnte von Clausewitz tatsächlich drüber nachdenken, ob er dann eine SU-85 sich zusätzlich noch holt. Irgendwo ist eine Pack draufgegangen. Die Pack 40, die geklaute. Ist das die hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Ah ne, hier steht sie. Ja, ihr seht, die hat relativ viel Leben. Die sollte repariert werden, weil ansonsten, wenn der Brummbär da drauf schießt, dann wird sie nicht nur decrewed, sondern direkt komplett getötet. Das wäre natürlich kacke. Mal schauen, ob von Clausewitz das jetzt hier auch tut. Erstmal ist der T-70 dran, das ist natürlich auch verständlich. Von Clausewitz hat die Manpower und den Fuel eigentlich für alles, was man so bauen kann. Ah, jetzt hat er sich entschieden für einen weiteren T-34. Kann man definitiv machen. Gerade auf der Map fände ich eine SU-85 gar nicht so scheiße. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Wehrmachtsspieler ja auch sonst gar keine Tanks, keine mobilen Tanks hat. Mal sehen, was der jetzt bringt. Könnt ihr mir vorstellen, dass er dann noch einen Panther bringt. Viele knappe Gefechte. So generell, Wehrmachtler hat immer so ein bisschen auch das Glück auf seiner Seite, dass die jeweilige Einheit nicht stirbt. Ja, hier seht ihr den Brummbär, auch was der für eine Range hat. Ja. Hier seht ihr, warum der Brummbär so maximal gefürchtet wird, gerade deswegen. Wirklich sehr, sehr schön gemacht auch. Also das Ding ist halt, in den richtigen Händen ist es halt OP. Das muss man einfach mal so sagen. Das Ding ist halt einfach hart krank. Aber dennoch natürlich schön gemacht, via Bodenangriff auf die Pack. Dann instant direkt auch mit der eigenen Pack die gegnerische Pack zerstört. Also wirklich schön gemacht und natürlich bitter für von Clausewitz jetzt in der Situation, aber hier habt ihr gesehen, wie man Brummbär plus Pack effektiv einsetzen kann. Also auch hier schöner Combined Arms Einsatz. Ja, und ihr kriegt das Scheißding einfach verdammt nochmal nicht down. Es wird immer angehittet und so weiter, aber man kommt selten in die Situation, dass man es wirklich töten kann. Auch vor dem Hintergrund vielleicht, oh, hier schöne Katjuscha-Salve, hat die Pack rausgenommen. Auch vor dem Hintergrund vielleicht die Entscheidung für einen weiteren T-34, um wirklich den
den Brummbär dann mal rushen zu können, denn frontal ihn rauszunehmen wird schwierig. Ja, Ziel ist markiert. Zwei T-34 sind unterwegs. Hier liegen nirgendwo Minen. Ja, jetzt tu es. Ja, er schafft es wieder nicht. Ja. Na, gottverdammte Brummbär, ne? Das ist immer so das Ding. Also da fühle ich wirklich mit ihm, wie oft ich auch in solchen Situationen selber schon war, dass man so knapp dran ist, das Ding zu töten. Da fehlt immer noch so ein, zwei Schüsse, man schafft es aber irgendwie doch nie. Das ist wirklich sowas von nervig. Hier wurde eine Pack zerstört, oder? Irgendwo? Weiß ich jetzt gar nicht. T-70 im Recon-Modus. Clausewitz könnte jetzt zusätzlich noch eine SU-85 bringen, oder weiß ich, ob das Popcap-mäßig hinhaut. Nee. Hier ist der schon vermutete Panther. Ja, und jetzt macht die Sache jetzt auch nicht einfacher. Jetzt haben wir Brummbär plus Panther. Brummbär plus Panther plus die Schreckfreunde. Harte Nuss, die es hier zu knacken gilt. Nein! Ich denke, das war's für den Gardetruppen. Das Koaxial-MG des Panthers wird es regeln. Ja, so war's auch. Das ist natürlich jetzt bitter. Wettgardeschütze zu verlieren. Ich meine, die Dinger kosten 360 Manpower plus 75 für das Upgrade. Dumme Sache. Jetzt ist ja tatsächlich die SU-85 im Bau. Naja, da ist gerade ein bisschen Popcap frei geworden. Ah, übrigens hat von Clausewitz wirklich die Pack repariert. Sache ist nur, ja, zu spät wieder besetzt. Schön gemacht vom Wehrmachtsspieler. Weiterer bitterer Rückschlag für den Russen. Gardeschütze gestorben, plus Pack 40 verloren. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Jetzt gerade. SU-85 kommt aber gleich. Boah! Alter. Ja. Mann. Der Brummbär ist wirklich on fire. 30 Kills schon. Kurz vor Wett 3. Wo ist denn nochmal das Wett 3? Höhere Feuerrate. Herzlichen Glückwunsch. Ach Gott, mit drei Brummbär ist so pain in the ass. Auch die Range. Boah. Ja, jetzt kommt es gerade wirklich richtig, richtig bitter für den Russen. Pack raus. Gardeschütze verloren. Richtig übel, den Flamer Pio auch noch verloren. Der Wet Pio, das was ich vorhin gesagt habe, ist natürlich nicht ganz so schlimm, wenn man die Doktrin hier gepickt hat. Schaut euch die Range an, ne? Pack ist im Prinzip wieder. Hier haben wir es wieder. Der Brummbär kommt natürlich knapp weg. Die Pack ist raus, so gut wie tot. Kommt die SU-85 dazu. Oh, jetzt wird hier aber wieder der Panther gerusht. Das könnte jetzt wirklich mal was werden. Nur der Puma ist noch da, der das verhindern könnte. Ja, natürlich gebounced, ist ja klar, ne? Versucht hier schön zu blocken mit dem Flamer-Ding. Ja, yeah, Panther ist raus. Schöne Sache. Und das Flamer-Haftwerk auch. Seit langer Zeit mal wieder eine Erfolgsnachricht für den Russen. Schön gemacht.
Jetzt muss nur noch der T-34 wegkommen. Das sieht aber gut aus. Nate in den Lauf wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Ist aber auch zu spät. Ja, trotzdem. Jetzt erstmal schön gemacht. Wo ist denn der Puma? Puma ist einsatzbereit. Aber zu weit weg, um hier irgendwas sich picken zu können. Ja, aber der letzte Pionier, der letzte Mohikaner auf russischer Seite ist tot. Ist nicht ganz so schlimm, weil die Doktrin hier Self-Repair einem gibt. Oh, jetzt muss aber hier der Puma weg, der T-70 weg. Ja, Doppel-Pio jetzt im Bau für den Russen, bleibt ihnen auch nichts anderes übrig. Hier sehen wir die Self-Repair-Funktion. Nur geschenkt gibt es die auch nicht. Also nur Self-Repair geht halt nicht. Ist einfach zu teuer, munimäßig. Bitte hier steht mal wieder eine Pack 40, die bitte wieder besetzen. Also reparieren plus wieder besetzen. Hier sehe ich schon wieder den Puma hier vorbei sneaken, um die zu zerstören. Ja. Weiterer Conscript jetzt noch im Bau. Weiß nicht. Gardeschütze wäre irgendwie cooler. Manpower hätte er. Oh, wow, 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 hau ab! Katjuscha wird gesetzt, aber gedodged. Hau ab jetzt mit der Katjuscha! Die Pack schießt in den... Oh, das ist mit Ansage. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Man kann einfach... Man darf so eine Katjuscha nicht so offensiv einsetzen. Weil da reicht halt ein Schuss und das Ding ist down. Das ist jetzt richtig im Fail. Er hat sowieso nichts getroffen. Also es ist einfach besser, wenn man die Katjuscha, die stand jetzt hier, wenn man von hier aus schießt, hat man kein Problem. Und hier ist so mega riskant. Aber natürlich auch schön gemacht vom Wehrmachtsspieler. Das schafft jetzt auch nicht jeder, hier direkt den Bodenangriff so zu setzen. Aber gerade gegen so gute Spieler, das kann man sich nicht erlauben. Das ist einfach viel zu riskant. Jetzt haben wir hier noch zusätzlich den Command P4, der die Infanterie, die Packs und so weiter widerstandsfähiger zum Beispiel gegen Katjuscha Feuer macht. Katjuscha ist jetzt sowieso tot, dennoch, jetzt kriegt der Schump Panzer 4, wird jetzt hier auch noch gebufft von dem scheiß Ding, der Puma auch. Ah. Ja, das war wirklich mit Ansage, ne? War wirklich jetzt nicht nötig gewesen, die Katjuscha so zu wasten. Von Clausewitz ist fuelmäßig gut aufgestellt. Er kann sie einfach nachbauen. Das passt schon, aber ich meine... Ne? Oh, hau noch ab hier mit deinem Conscript. Oh Mann, ey. Er wastet einfach zu viele Einheiten. Jetzt geht der T-70 auch noch drauf. Ah. Viel zu offensiv jetzt hier. Jetzt holt er zumindest noch den Wert 3 Puma. Selbst das wird er nicht schaffen. Ah, Mann, ey. Stirbt hier auch noch der T-34. Er wastet einfach so hart Einheiten. Ah. Zwei T-34 raus. T-70 verloren. Katjuscha verloren. Das sah jetzt so gut aus. Das sah jetzt so gut aus nach dem Pantherkill für den Russen wieder. Und jetzt völlig ohne Not komplett alle Einheiten gewastet. Das ist wieder ein weiterer T-34 im Bau, aber das ist also komplett unnötig. Mann, Mann, Mann. Kein Indirect Fire mehr, keine Infanterie mehr. Im Prinzip ist das Spiel gelaufen. Mal schauen, ob er hier nochmal ein episches Comeback starten kann, aber im Prinzip hat er es jetzt verkackt damit. Hier steht übrigens so... ganz unauffälligen Wett-3-Mörser hinter der Hecke. Macht's jetzt auch nicht geiler. Versorgungssektor wird angegriffen. Ja, weiteres MG. Der Wehrmachtler weiß auch, jegliches Indirect Fire ist weg. Er kann jetzt hier lustig MGs holen, gegen die von Clausewitz eigentlich nichts machen kann. Triple Cap deutet sich an. Wird jetzt Hard Map Control verlieren, der Russe. Üble Sache. Einfach viel zu riskant, angefangen von der Katjuscha-Action, ab da eigentlich nur noch
schlechte Entscheidungen von Clausewitz, muss man leider sagen. Er hätte einfach ruhig bleiben sollen. Die Armeekomposition war super. Es wäre zwar ein ewig langes Spiel geworden und so, weil auch die Armeekomposition des Russen, des Wehrmacht, das natürlich gut ist. Ja, völlig ohne Not im Prinzip, absolut unnötig hier rein zu pushen, und er wusste, was der Wehrmachtler da alles stehen hat. Jetzt verliert doch bitte nicht den nächsten T-34, Kollege. 42 Kills auf dem Brummbär. Hat auch absolut nichts mehr gegen die Pax jetzt. Richtig scheiße jetzt. Der Wehrmachtler könnte sogar noch viel mehr draus machen jetzt eigentlich. Aus der ganzen Action. Er könnte jetzt hier auch hart nach links pushen. Dann ist ja nichts da, was ihn auffällt. Pusht stattdessen jetzt in die Mitte. SU-85 ist jetzt 2, aber Ende rumkommen tut dabei nichts. Ich sehe jetzt hier tatsächlich nicht, wie von Clausewitz aus der Nummer noch mal rauskommen will. Irgendwo hat er sich jetzt ein MG42 geklaut. Das ist natürlich jetzt ganz geil. Hier eine Mine in die grüne Deckung gelegt. Ja, man kann ja auch nichts von Clausewitz ja auch nicht viel vorwerfen, abgesehen von dem letzten Push hier. Der war halt richtig fail und ja, ist jetzt eifrig dabei, seine Armee wieder aufzubauen. Der Vorteil, den er hat, das Pfund, mit dem er wuchern kann, ist tatsächlich, dass er einen ordentlichen Siegmarkenvorsprung hat und dementsprechend jetzt nichts überstürzen muss und ein bisschen Zeit hat, um seine Armee wieder aufzubauen. Ja, wenn man hier noch was Positives sehen will, das wäre was. Und hier, wie gesagt, Barton macht keine Anstalten, nach links zu pushen, obwohl er es auf jeden Fall tun könnte. Wie gesagt, Barton macht jetzt tatsächlich eigentlich aus meiner Sicht einen taktischen Fehler. Er könnte das Spiel nämlich jetzt entscheiden. Er tut es aber nicht. Stattdessen bunkert er sich jetzt hier ein. Er hätte aber die Möglichkeit gehabt, jetzt hier den Deckel drauf zu machen, eigentlich. Er tut's nicht. Er entscheidet sich für die defensive Variante und gibt dementsprechend jetzt dem Russen die Zeit, die er braucht, um seine Armee wieder aufzubauen. Klar wäre er natürlich auch mit einem bestimmten, mit einem gewissen Risiko verbunden, wenn er jetzt hart gepusht hätte, der Wehrmachtler, aber wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Nur so langsam ist der Zug halt auch schon wieder abgefahren. 2 T-34 jetzt wieder und die SU-85 ist auch noch da. Also er hätte direkt nach diesem herben Verlusten des Wehrmachtlers, des Russen, wenn wir uns zurückerinnern, der hatte noch 2 Infanterieeinheiten und eine SU, sonst gar nichts. Da hätte der Wehrmachtler hart pushen können. Jetzt ist der Zug im Prinzip schon abgefahren. Er ist natürlich dennoch immer noch in einer sehr, sehr komfortablen Situation jetzt. Aber aus meiner Sicht hätte er daraus etwas mehr machen können. Ich denke, von Clausewitz wird auch dann jetzt seine Katjuscha nachbauen und dann ist er im Prinzip wieder auf Stand, sage ich jetzt mal. 6 Mann MG42 ist natürlich auch nice. Ja, sehen wir jetzt hier den nächsten Anlauf auf den Brummbär. Nee, diesmal ist er vorsichtiger. Zu Recht, wie wir hier sehen. Die Pack ist auf dem Posten einigermaßen gewesen. Hier haben wir die Kollegen. Also er hätte jetzt seinen T-34 wieder verloren, hätte er versucht zu pushen. Die bittere Rifle Nate. Aber gerade noch mal gut gegangen. Genug Muni ist allerdings da für Self-Repair. Das könnte ein weiterer Vorteil sein für den Russen, dass er seine Fahrzeuge sehr viel schneller reparieren kann als der Wehrmachtler. 2 Pios hin oder her.
Das heißt, sollte es hier auf so einen Abnutzungskampf hinauslaufen, was Fahrzeuge angeht, gibt es sich da leichte Vorteile für den Russen tatsächlich. Hol halt einfach jetzt mal einen Mörser raus, verdammt. Er hat doch die... Hat auch die Manpower für beides eigentlich. Jetzt ist die Katyusha wieder im Bau, aber er könnte da zusätzlich noch einen Mörser bringen, ne? Doppel-MG, Mörser plus Pack. Kann man nicht genug in Direct Fire haben. Schwierig ist es allerdings, was Infanterie natürlich angeht, ne? Also, ja, gibt es eindeutige Vorteile auf Seiten des Wehrmachtspielers. Nur W3-Einheiten fully upgraded. Einfach. Einzig Gute ist, dass das ein 6-Mann MG42, aber wir haben ja auch noch Freund Brumbeer am Start und den W3-Mörser. Katyusha ist jetzt natürlich schon ganz nice, um hier ein bisschen diesen Stau in der Mitte auflösen zu können. Aber jetzt bitte diesmal ein bisschen defensiver einsetzen, mein Freund. Vielleicht auch gar nicht so dumm, hier ein paar defensive Minen an den Base-Eingang zu legen, damit der Puma hier nicht auf den Sprung vorbeiguckt. So, hier steht sie, feuerbereit. Wie schaut's aus? Schauen, wie weit er diesmal vorfährt. Ja, diesmal lässt das, glaube ich, ein bisschen ruhiger angehen, was das Positioning anbelangt. Hau da ab, nicht schon wieder den Engie wasten, hau doch ab. Auch wieder mit Ansage. Was soll da, was läufst du denn hier rein jetzt? Motorschaden für den Puma. Schauen, ob er den hier abgreifen kann. Könnte er sogar, aber... Ja, natürlich riskant. Und aber was drauf ankommen lässt. Absolut null Minen gelegt vom Wehrmachtler. Das könnte sich bei etwaigen Panzer-Rushes des Russen nochmal als Vorteil erweisen. Der Bunker wird es nicht mehr lange machen hier. Zwei Pack ist aber auf dem Posten. Und feuert noch die W3 SU-85 mit. Schöne Sache, die hat auch richtig Range und so. Allerdings, wie gesagt, die Pack ist da. Ja, hier kann er eigentlich direkt sich wieder verpissen gegen die LMG-Grenze. Ja, genau, das macht er auch. Wohl. Das Flugzeug hat, glaube ich, nichts getroffen. Jetzt kommt der Mörser tatsächlich und von Clausewitz halte ich für eine gute Entscheidung. Kann man einfach hier hinstellen und dann lustig rumfeuern lassen. MG42 ist aufgebaut. Trotzdem schwierig gegen Doppel-Gren. Muss jetzt wir beide pinnen, schafft er auch, sehr gut. Aber Freund Brumbeer kommt von links und hier haben wir jetzt einen neuen Panther. Ja, alles wieder auf Null. Das hatten wir vor einer Viertelstunde schon mal. Dem Unterschied, dass da von Clausewitz noch ein bisschen mehr Infanterie hatte. Und jetzt hat er zusätzlich noch die Pack 40 verloren. Wäre jetzt wichtiger? Ja, genau. Pack ist zumindest die Crude. Ist die Frage, wer bekommt sie oder alternativ könnte sie zerstört werden von Puma, Panther und Co. Aber ich denke, der Wehrmachtler wird versuchen, sie sich wieder zu holen, genauso wie der Russe. W3 SU-85 ist natürlich schon nice. Gerade auch gegen den Panther. Aber von Clausewitz schafft es jetzt tatsächlich seit längerer Zeit mal wieder, sich die Mitte zu schnicken. Gute Sache.
Manpower, nicht Manpower, VPs. Oh, schöner Treffer von Mercer. VPs sind der Vorteil des Russen. Als hier dann so ein bisschen den. Oh. Nein, 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 nein. Ah, und das ist jetzt das, was ich meine, was der Vorteil des Russen ist. Die Panzer sind jetzt alle angehittet, aber er wird sie sehr, sehr zügig reparieren können. Pio plus Self-Repair, das geht dann recht zügig. Wohingegen der Wehrmachtler ein bisschen länger dafür braucht, hat hier Doppel-Pios, aber es dauert halt dennoch seine Zeit. Bei 2 schon. SMG. Brumbeer ist wieder fit. 53 Kills mittlerweile. Ihr seht die Feuerrate und so. Dennoch die mittlere Siegmarke erstmal verteidigt. Von Clausewitz nutzt das Self-Repair jetzt nicht so exzessiv. Ich weiß nicht so recht, warum. Denn die Muni hat er und er braucht sie auch für sonst nichts. Oh, schöner Pick. Wird 3 Grenadier gekillt. Schöne Sache. Das ist wichtig. Ihr seht, die Katyusha macht schon auch ihre Kills, wenn sie ein bisschen auf weitere Entfernungen schießt. Oh, SU-85 ist wieder fit. Ja, Panzerwerfer auf dem Feld. Ich wollte gerade erzählen, dass jetzt für den Russen spricht, dass er jetzt die Artillerie-Oberhoheit hat. Aber Problem erkannt, Problem gebannt. Hier ist der Panzerwerfer, auch gegen das MG42 hier und den Mörser und so. Und Clausewitz hat einen weiteren T-34 im Bau. Beziehungsweise er hat ihn jetzt auf dem Feld. Schön, das nächste MG42 gekillt. Aber Brumbeer plus Panzerwerfer ist natürlich auch eine üble Sache. Oh, der geht bestimmt hier hin. Ne, auf den Mörser ging's. Mörser ist raus. Ja, das Hauptproblem ist weiterhin halt wirklich der Brumbeer. Nicht den Wett 3 Gardeschützen verlieren. Please. Das war knapp. Oh, hier lag jetzt doch mal eine Tellermine. Der Panther kommt ran. Auf der Suche nach dem T-34. Dreht aber ab, weil er markiert ist. Wenn er wüsste, was wir wissen, hätte aber gesehen, dass er ihn trotzdem hätte bekommen können. Puma plus Panther, denke, das hätte geklappt. Ich glaube, das war ein Missklick mit der Katyusha. Oh, nicht das schöne MG verlieren, zieh das MG zurück. Ach, Mann, ey. Weiß doch, dass dann Wett 3 Brumbeer steht, Kollege. Kann ich doch das MG42 jetzt hier nicht so gechillt zum Captain einsetzen. Glück im Unglück, hier liegt ein weiteres MG42, das er sich holen kann. Hol's dir! Hol's dir doch! Ah, wieso holst du dir denn jetzt das MG42 nicht? Jetzt hat er es gerafft. Oh. Ja,
Super Sache. Es wird nicht rauskommen, wahrscheinlich zusätzlich auch noch. Oder? Belief! Na doch. Ein bisschen suboptimal, aber man darf auch nicht vergessen, wir sind hier in Minute 57 und hochklassiges Spiel. Wenn ich da so ein bisschen schimpfe, dann ist das natürlich Jammern auf hohem Niveau. Das passiert halt. Gerade so im Late-Game-Panzerwerfer auf den Gardeschützen. Hat aber nicht gesessen, genauso wenig wie die Nate. Dennoch sollte er das Gefecht gewinnen. Oh, Rifle Nate! Ja. So viel zu, er sollte das Gefecht gewinnen. Zusätzlich kommt hier noch Osttruppenreserve. Natürlich hat er auch noch das Glück, dass sie mit LMG kommen. Das ist ja so ein bisschen random. Das heißt ein bisschen, ist halt random, ob sie eins haben oder nicht. Null. Haben die beide... Ach nee. Sorry, vergesst, was ich gesagt habe. Mittlerweile ist es ja so, dass wenn man T4 stehen hat, kann man die upgraden mit LMGs. Sehen wir es. Was eigentlich eine ziemlich coole Fähigkeit ist, hatte ich jetzt ganz vergessen. Habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Von daher, coole Sache. Dennoch kommen sie aber, glaube ich, weiterhin auch teilweise randommäßig direkt mit LMG. Chance ist aber nicht so hoch. Deswegen wäre das jetzt ziemlich glücklich gewesen, wenn beide mit LMG gekommen wären. Aber... Scheiß drauf. Wie gesagt, Osttruppen jetzt am Start. Gerade auf so einer Long-Range-Map natürlich gar nicht so schlecht, ne? Der hier muss jetzt trotzdem weg. Ja. Immer noch ordentlicher Siegmarkenvorsprung für den Russen, aber der Machtler selbstverständlich immer noch gut im Spiel, hat eine super Armeezusammenstellung. Brummbär natürlich das Hauptproblem, folgt von Panzerwerfer und Panther. Das sind so die Sachen. Ja, auch das hier wieder die Geschichte des Spiels. Hart angehittet, kommt am Ende aber halt doch wieder raus. Geht bestimmt auf das MG hier. Oh. Ja. Das war jetzt ein bisschen glücklich, dass das MG das überlebt hat. Hier haben wir den Wett 1 Panther. Ja, im Prinzip sorgt das aber halt nur dafür, dass der Wehrmachtsspieler Wett bekommt. Diese ganzen Gefechte hier. Panzer werden immer angehittet, dafür gibt es auch Erfahrungspunkte und in dem Moment bringt das halt nichts, beziehungsweise ist sogar eher schlecht. Halt dann irgendwann alle Wehrmachtsfahrzeuge Wett 3 sind, das ist halt auch nicht so geil. Es kostet ja nichts, außer dass er halt reparieren muss. Katyusha und den Lauf der Osttruppler. Oh, hier haben wir einen Sneaky Puma auf der Suche nach der Katyusha. Na, das hätte richtig in die Hose gehen können. Er hätte die Katyusha halt schon picken können. Irgendwie ein bisschen blöd angestellt jetzt gerade. Du musst sie doch gesehen haben hier. Puh. Das war auch knapp. Ja, 40 Siegmarken noch für den Wehrmachtler. Puma eiert hier immer noch rum. Puma übrigens das klassische Beispiel für diese Wettgeschichte. 0 Kills at all, aber Wett 3. Ah! Oh. Ja, und der Mörser, wie viele Kills hat der mittlerweile? 15. Kann ich wissen, wie viele Engies der schon verloren hat, der Kollege.
Fahrzeuge können jetzt vier Stück. Vier Engies, vier Rekruten verloren, drei T-34, zweimal den T-70. Ne? Auch wirklich höchster Respekt für den für von Clausewitz. Nach diesem Push hier, der schief ging und er war im Prinzip vollkommen am Arsch, hier noch weiterhin so im Spiel zu bleiben, das muss man erstmal schaffen. Blöd ist jetzt halt, MG42 weg, wieder alle Pios weg und der floatet fast 1000 Manpower. Ich weiß nicht so genau, was der Scheiß soll. Könnte noch diverse Einheiten holen. Gardeschütze, Pios, Conscripts, whatever. Aber alles auf einmal. Jetzt in der Situation 1000 Manpower zu flauten, während man selber nur zwei Infanterieeinheiten auf dem Feld hat und es quasi darum geht, ja, einfach zu cappen, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz. Was das hier soll, ehrlich gesagt auch nicht. Hau da ab! Hau doch da ab! Ach. Wir haben Verluste bei den Fahrzeugen. Jetzt geht's dahin. Nächster T-34, aber Kollege, du brauchst halt noch ein bisschen was zu cappen. Hol halt einfach noch einen Gardeschützen, Mann. Hat die Muni fürs Upgrade. Hopcap-mäßig müsste sich das auch ausgehen. Oder? Könnte knapp werden mit dem nächsten T-34, aber sollte eigentlich klappen. Braucht halt schon noch ein bisschen Capping-Power. Zuschauer nicht feuerbereit. Könnt ihr zum Beispiel auch vielleicht noch einen Conscript holen, die Mörser zum Beispiel wieder besetzen und solche Sachen. Das geht sich schon noch aus. Hol halt noch einen Gardeschützen oder einen Bio oder whatever. Nächste Werfersalve. War nicht so schlimm. Auf Long Range und grüne Deckung. 21 Siegmarken noch für den Wehrmachtler. Pioniere stehen bereit. Könnt jetzt auch noch einen Gardeschützen holen, würde ich auch auf jeden Fall machen. Es geht hier einfach nur darum halt zu cappen. Dazu braucht man halt Infanterie bzw. Caps zu verhindern und so weiter. Maxim wäre auch eine Möglichkeit, weil gegen Brummbär und Panzerwerfer ist nicht so eine Sache, aber dennoch. So. Wieder ein Push über rechts. Könnte sich auch echt mal überlegen, ob er hier ein paar Minen hinlegt. Nach der Wehrmachtler auch. Hier kommt eine Tellermine. Hier auch immer mal wieder der T-34 rein sneakt. So, jetzt hier mal wieder die Möglichkeit zu cappen. Hier steht aber ein neuer Bunker. Der muss auch weg. Sieht nicht gut aus für den Russen. Wie gesagt, die Siegmarken sprechen für ihn. Das ist aber auch so ziemlich alles. Diese Bunker nerven halt jetzt richtig. Die muss man halt auch erstmal wegbekommen. Hau ab mit dem Gardeschützen, Gardeschützen. Der Bunker muss weg. Oh. Panzer pusht rein. Sollte aber eigentlich nicht klappen. Genau. T-34 schießt daneben. Hätte er getroffen, hätte der T-34 jetzt hier den Pick machen können. Stattdessen versucht er jetzt hier den Bunker abzureißen. Das wird aber auch nichts werden. Hauptkanone zerstört. Das könnte es jetzt gewesen sein für den T-34. Bodenangriff vom Puma.
Nächster Bodenangriff geht vorbei. Bodenangriff vom Panther. Besitzt zwar, aber gerade noch so rausgekommen. Hm. Jetzt fehlt hier tatsächlich gerade so ein bisschen die Muni für Self-Repair. Gerade jetzt natürlich uncool. Einmal bei einem Self-Repair wird es reichen. Irgendwo hat er es doch jetzt angeworfen. Was ist der hier? Das Symbol wird gar nicht angezeigt, oder? Das Repair-Symbol. Ach du doch. Ob der hier repariert gerade, oder? Ja. Ja, wie gesagt, ich befürchte, das wird leider nichts mehr für den Russen. Siegmarken hin oder her. Er kommt einfach an die Mitte nicht mehr ran. Er kriegt die Bunker nicht mehr weg. Könnte tatsächlich mal den Mörser wieder besetzen. Dann mit dem Pio hier zum Beispiel. Triple Cap jetzt gerade für den Wehrmachtler. Ist auch schon unter 100 Siegmarken. Hier kommt wieder mal der Puma. Mal schauen, ob er hier irgendwas abgreifen kann. Range ist natürlich episch von dem Wett 3 Puma. Ah, hier könnte der... Hier ist der Bunker jetzt mal raus. Schön gemacht. Jetzt haben wir hier Freund Brumbeer, der den Cap verhindern wird hier in der Mitte. Ich glaube, mehr als der D-Cap wird hier nicht drin sein. Jetzt, ach. Ja. Mein von Clausewitz hat genug Manpower, um das zu ersetzen, aber ihr seht die Grundproblematik. Puma, der Panther ist jetzt auch mit 3. Kommando P4 zerstört, aber abandoned lediglich. Und die SU-85 hat Motorschaden. Hier kommt ein weiterer Puma, um jetzt den Pick zu machen. Könnte sich jetzt hier beide Fahrzeuge holen. Katyusha gleich noch mit. Hier wird mit den anderen T-34 gepusht. MG42 ist mal raus. Aber der Panther ist noch gut in Schuss und der neue Puma, also könnte jetzt im Prinzip eigentlich den Sack zumachen, der Wehrmachtsspieler. Weiterer T-34 wieder im Bau. Die SU ist wirklich essentiell. Hier soll jetzt nur noch der Cap verhindert werden mit dem Mörser und den Pios. Panther ist da. Das ist eine enge Kiste, den Cap kriegt er in der Mitte auch nicht durch. Ah, ich befürchte, das war's jetzt. Puma kommt, um hier die Reste aufzuwischen. Ja, hier auf der Suche nach der SU-85, die wird er auch kriegen. Ja. Ja, GG. Unser russischer Freund hat alles gegeben. Aber jetzt ist die Sache durch. Man kann ihm nicht viel vorwerfen. Er hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Dieser eine Push, der hat ihn natürlich richtig zurückgeworfen. Hätte er sich das gespart, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Dennoch natürlich großer Respekt, dass er danach überhaupt nochmal zurückgekommen ist. Das muss man auch erstmal schaffen. Aber davon abgesehen kann man dem Russen eigentlich nichts vorwerfen. Aber da sieht man, wie eng das teilweise zusammenstehen kann.
Und wenn man ein Spiel hat auf so hohem Niveau, da ist ein Push, der nicht hundertprozentig passt und diesem Fehler rennt er jetzt das ganze Spiel schon hinterher. Er hat es wirklich gut gemacht, er hat alles gegeben, aber ich denke, am Ende vom Tag wird das jetzt nichts mehr werden. Dazu ist der Wehrmachtler einfach zu stabil aufgestellt. Ich denke, er wird es jetzt noch einmal versuchen mit 3 T-34. Entweder klappt das dann oder nicht. Ich persönlich vermute leider oder nicht. Aber wir werden sehen. Eine Möglichkeit bekommt er noch. Hier wird der nächste Gardeschütze sterben vermutlich. Er kommt sogar noch raus. So, jetzt ist der dritte T-34 da und ich denke, jetzt könnte er nochmal versuchen zu pushen. Ein bisschen RNG könnte das tatsächlich klappen. Hauptgeschütz zerstört vom Puma. Jetzt konzentriere dich auf den anderen. Der Panther ist markiert. Das könnte jetzt tatsächlich was werden. Auch, oh, Abandon T-34. Oh, gebounced am Panther. Vorbeigeschossen am Panther. Kill it, kill it. Oh, Panther ist raus. Der Puma könnte jetzt auch sterben. Und der Panzerwerfer. Dann könnte es tatsächlich nochmal was werden. Hier ist er. Jetzt nimm doch gleich bitte auch noch den Panzerwerfer mit. Kill it, kill it. Yep. Schöne Sache. 4 T-34 haben wir jetzt auf dem Feld. Das könnte tatsächlich echt nochmal was werden. Der Brummbär ist auch fett am Arsch. 20 zu 20 die Siegmarken. Das sieht jetzt richtig gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Nächster Puma gecallt vom Wehrmachtler. Jetzt aber scheiß drauf. Cap wie der Wind, mein Freund. Hier könnte er cappen mit der Kommandofähigkeit. Das macht er auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Auf der linken Seite wird aber gecappt vom Wehrmachtler. Da wird eine verdammt enge Kiste. 10 Siegmarken noch. Doppel-Puma jetzt am Start gegen die Lone T-34. Ist das jetzt nur noch eine reine Capping-War-Geschichte. Den Cap wird er durchkriegen. Der T-34 interessiert sich nicht für den Bunker. In der Mitte wird er den Cap vermutlich auch schaffen. Auf der linken Seite sind lauter lowe Pios. Das könnte klappen. 5 Siegmarken noch. Und 18 für den Wehrmachtler. 17. Siegmarken-Drain also gestoppt auf russischer Seite. Und jetzt ticken die Siegmarken runter wieder für den Wehrmachtler. Was liegt denn hier eigentlich? Ach, das ist ein Mörser. Schade. Ich dachte schon, das wäre ein MG. Aber die Pumas können hier beide T-34 rausnehmen. Wie gesagt, es geht hier eh nur noch ums Cappen. Auf der linken Seite können die Gardeschützen das dann klar machen. Ja, hier kannst du abhauen, Kollege. Cap jetzt auf der linken Seite. Sieben Siegmarken auf der linken Seite wird jetzt gecapped werden. Siegmarken werden vom Wehrmachtler wiederum gestoppt. 6 zu 5. Ja, schwer zu sagen, wer das am Ende jetzt hier noch, aber die Triple Puma jetzt am Start. Gegen die Pumas kann er nichts mehr machen. Und einfach viel zu low. Gardeschützen können jetzt aber cappen in der Mitte. Es werden jetzt hier wieder 2 Siegmarken wahrscheinlich für den Wehrmachtler. Pumas picken jetzt die Katyusha und können auch noch die die T-34er mitnehmen. Gebounced. Schöne Sache. Hauptgeschütz zerstört. Ja, aber die Siegmarken ticken runter und das war's. Oder? Ja. Ja, 4 zu 0. Ach, schade. Ich dachte jetzt am Ende tatsächlich der
Der Kollege kann das noch mal reißen. Ich hätte nicht gedacht, dass das mit den T34 so gut noch mal klappt am Ende. Aber dann hier, der Doktrin sei Dank, Puma-Spam am Ende hat es dann wirklich noch mal gerissen. Hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Also wirklich super Spiel von beiden im Prinzip. Bin mir relativ sicher, hätte sich von Clausewitz diesen Push im Midgame gespart, der ihn so ins Hintertreffen gebracht hat, dann hätte er es, denke ich, gewonnen. Ja, so hat es leider nicht geklappt. Enge Kiste, aber schönes Spiel. Ich fand es unterhaltsam. Ich hoffe, ihr auch. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim selber zocken. Bis zum nächsten Mal und tschö.